Und wir haben noch eine merkwürdige Geschichte hier in Wien, in Hietzing, die klangvoll ist. Die Frau Katharina Schratt. Überall wird sie genannt, in allen Büchern, vor allem im Zusammenhang mit der Geschichte des Herrn Kaisers Franz Josef I. Und da gibt es eben eine Legende. Und sie hat ja immerhin hier in der Gloriettgasse eine Villa gehabt oder gewohnt. Und da gibt es eine merkwürdige Legende. Nicht allzu lang nach dem Tod des Kronprinzen, das war also 1889, wurde das Quartett, gemeint das Quartett der Brüder Schrammel, in die Villa der Burgschauspielerin Katharina Schratt, der edelsinnigen Freundin des Kaisers, geladen. Die Schrammeln waren es gewohnt, zu Gesellschaften verpflichtet zu werden. Hier aber fanden sie keine Teegesellschaft versammelt. Die Türen zu den Zimmern standen offen und nirgends war ein Gast zu sehen. Die Hausfrau ließ sich ganz allein von den vier Musikern vorspielen. Aber im Nebenraum, abgedeckt durch ein Paravent, vermuteten die Schrammeln den Kaiser, den die Frau Schratt eingeladen hat, sicher mal diese Brüder Schrammel mit ihren Quartett, die so berühmt waren, dass sie heute noch den Namen für eine gewisse wienerische Musiksituation hergegeben haben. Wollte er die Musik kennenlernen, fragt der Biograf der Brüder Schrammel, die seinem Sohn so viel bedeutet. Und eben aufgrund dieser Einladung immerhin muss es wahr gewesen sein, zumindest, dass die Schrammel in ihrer Villa gespielt haben. Hat der Johann Schrammel der Frau Burgschauspielerin, K&K Burgschauspielerin, auch eine Française gewidmet, genannt Kätzchen Polka Française. Und die lautet folgendermaßen. Tönen, falsch gespielt, bedanke mich für die Aufmerksamkeit.